Und halli, hallo Leute, mein Name ist Gutgun, willkommen zurück zu Let's Play Mario vs. Donkey Kong 2. Wir waren letztes Mal, hatten wir die Hälfte vom fünften Stock gemacht, jetzt machen wir die andere Hälfte und fangen gleich an mit Raum 6. Okay, wir haben 4 Mini-Marios, sieht man hier alle auf einem Bild, Plattform und Schalter. Okay, schauen wir es uns an, da oben ist der Buchstabe. Da komme ich auch nur mit Hilfe der Plattform hin. Okay, und da ist schon das Ziel. Okay, ich würde sagen, wir holen erstmal den Buchstaben ganz in aller Ruhe. Ich will irgendwas anderes tun, und zwar mit diesem Mini-Mario. Ja, jetzt geht es erstmal wieder hinunter. Ich mag Pilzpalastmusik. Sie ist so wunderbar, ja so mega wunderbar. Okay, rüber. Kurz warten, auf geht's Plattform. Oh, die Plattformen sind ein wenig ziemlich langsam. Das verärgert mich ein wenig, aber naja, kann man nichts dran ändern. So, drauf mit dir, genau. Jetzt muss man genau abwarten, denn wir müssen die Hämmer holen. Okay, so. Und die Schallgeister damit besiegen, perfekt. Okay, dann brauchen wir sie nicht mehr. Den Buchstaben haben wir. Diesen Mini-Mario können wir noch hier rüber lassen. Weiter. Und hier in der Röhre warten lassen. Dann holen wir noch die anderen drei. Am besten würde ich sagen, hier geht es so kürzer, indem wir gelb hoch machen. Und die beiden lasse ich oben rum. Ne, den kann ich auch unten rum lassen. Also geht er auch rüber. So. Und dieser darf hoch. Perfekt. So. Du gehst noch rüber. So, perfekt. Schnell rüber. Nein! Obwohl ich lasse alle von unten einfach rübergehen. Ich aktiviere einfach diesen roten Schalter. Ja, perfekt. Kannst aufwachen. Rüber. Alle gehen rüber. Warten. Zum Ziel. Und warten. Genau. Und so bringen wir nur noch alle ins Ziel. Und hätten das Level auch geschafft. Du wartest. So, das ist auch rüber. Oh, okay, machen wir eine Kette. Okay, und jetzt fehlt nur noch der vierte Mini-Mario. Gut, der kann jetzt leider die Kette nicht mitmachen. Aber so hätten wir den sechsten Raum von Stock 5 auch geschafft. Yay! Okay. Perfekt. Wir hätten Punkte. Ah, diesmal reicht es nicht für einen Silberstern. Aber egal. Wir machen weiter mit fünfter Stock Raum 7. Wir haben einen, zwei, drei, vier Mini-Marios. Boah, schon wieder 4 Stück. Okay, hier ist eine Röhre und Blöcke. Mhm. Diese Gewichtsplattform nehme ich sie mal. Ein Donkey Kong, der uns wegschießen kann. Hier ist die andere Röhre. Das ist also. Okay, hier ist auch noch eine. Und da unten auch. Und hier ist sogar. Ah, hier sind Blöcke. Das ist sehr interessant. Um den Donkey Kong kurz auszuschalten und den Buchstaben zu holen. Jawohl. Okay, die Plattform brauchen wir auch dringend. Wir müssen den Schalter umlegen. Ha, scheint ein wenig. Okay, warte mal. Wo war der? Ach, der Buchstabe war da, genau. Spring doch runter. Okay, wir haben ein Problem. Da will ich hinunter. Gehst du hinunter? Bravo, Mini-Mario. So habe ich dich gern. Und er bleibt erstmal auf der Plattform stehen. Dann holen wir den anderen. Perfekt, der hat schon verstanden. Okay, jetzt müssen wir dich hinunter bewegen, damit der hier runterkommt. Das ist richtig. Okay. Okay, dann gehst du schon mal hinüber. So. Und du kannst auch weggehen. Okay. So. Halt. Hier den Block holen. Jawohl. Denn wir brauchen die Feuerblume. Die holt er sich jetzt. Oh, die Blöcke nehme ich mal mit. Genau, denn damit kann man den kurz besiegen. Und wenn er sich. Nein. Verdammt. Okay, Neustart. Langsam flippe ich hier aus in diesem Raum. Oh. Okay, der Busch. Wie mache ich das jetzt am blödsten? Okay, ich habe eine Idee. Also erstmal diesen verfluchten Buchstaben holen. Ich aktiviere mal rot gleich. Das könnte mir sehr hilfreich sein. Okay, der begibt sich auf die Plattform und besiegt den Donkey Kong so lange. Derweil, wie auch immer. Gut, mit dir holen wir den Buchstaben. Und schnell weg. Perfekt. Okay, diesmal läuft es besser. Oh.
Und warum habe ich es mir vorhin so schwer gemacht? Ach, deswegen. Ich muss diesen hier noch holen. Nein, muss ich gar nicht. Mit denen drehen wir um. Ach komm schon, Bildschirm. Okay, den Schalter aktivieren. Durch die Röhre hindurch. Dann ist er hier oben. Okay, dann mit dir auf diesen Schalter hinauf. Das ist ja auch kein Problem. Auf die Plattform meine ich. Okay, runter. Die Frage ist, wie kommt er jetzt runter? Okay, da war ein Leichtsinnsfehler drin, wie es aussieht. Also rein mit dir, rein mit dir. Okay, dann muss ich nur noch zwei retten. Ah, wie mache ich das jetzt? Ich habe eine Idee. Ich habe noch eine Idee, die nicht funktioniert. Verdammt. Das war es schon mit dumm, den eigentlich auch noch zu holen. Okay, rüber. Hier hoch. Rauf. Wie soll man das machen? Okay, nochmal hier. Und dann mache ich den Entscheidendes. Moment, ich habe eine Idee. Oh, es ist vielleicht doch noch machbar. Halt, die Blöcke. Diese verfluchten Dinger. Okay. Hier hinsetzen. Weiter. Jetzt tut mir leid, wenn ich mich aufrege, aber jetzt verbrauche ich fast den ganzen Part wegen diesem ein bescheidenen Level. Und das regt mich, das ist das, was mich dann aufregt dabei. Okay, ich hab's gleich geschafft. Hier rüber. So, den roten Schalter haben wir aktiviert. Da geht's zur Plattform rüber. Das ist alles perfekt. Den nun lassen wir ihn noch hier hoch. Und das bringt mir rein gar nichts. Darf das denn verflucht nochmal wahr sein? Ja, tatsächlich. Das bringt mir rein gar nichts. Weil ich wieder einen entscheidenden Fehler gemacht habe. Okay, Leute. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt einen Schnitt hingesetzt habe. Wenn ja, tut mir leid. Ach, das ist doch... Okay, ich weiß jetzt, wie das Level geht auf jeden Fall. Also, wir fangen mit diesem Mini-Mario an. Holen hier die Feuerblume. Bewegen ihn hier hoch. Okay, das ist ja alles kein Problem. Schießen den Donkey Kong ab. Dann holen wir diesen goldenen Mini-Mario. Der holt kurz den... Geh doch! Hallo! Sag mal! Okay, das ist auch nicht weiterhin schlimm. Wir holen einfach den Buchstaben. Und jetzt muss er sich fangen lassen, weil das ein dummes... Okay, dann muss ich ihn wieder retten. Beziehungsweise befreien. Okay, hier hinauf. Und so, jetzt lassen wir ihn wieder abschießen. So, ihn kurz hier stoppen lassen. Ja gut, so geht das auch. So hatte ich mir das zwar nicht gedacht. Aber so geht das auch. Halt, 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 halt. Ihr bleibt alle stehen, sonst bringe ich euch um. Okay. Oh, jetzt lassen wir dich hier runter nochmal. Und mal hier warten. Okay. So. Wie machen wir das mit dir? Ich aktiviere kurz den roten Schalter. Und anstatt dich außen rumlaufen zu lassen, was total umständlich wäre, lasse ich dich hier runter. Und mit der Plattform auch. Okay, dann lasse ich dich hier warten. Das ist wichtig. Den einen lasse ich da drüben warten. Denn diese zwei muss ich jetzt anders holen. Du kannst hier warten. Den Schalter aktivieren. Und runter. Mit dir das gleiche schon mal. Okay. So, mit dir aktivieren wir wieder mal den roten Schalter. Zum Glück habe ich ihn da warten lassen, sonst hätte ich jetzt wieder ganz außen rum dürfen. So, wieder durch. Oh, so einfach war das doch eigentlich. Und jetzt geht er da runter und ich lasse ihn schon mal durchs Ziel. Mit dir das gleiche und lasse ihn auch schon mal durch das Ziel. So, jetzt müssen wir mit dem hier noch außen rum einmal. Warum macht man das so umständlich? Ganz ehrlich. Okay, hier. Runter mit dir. Weiter auf den Schalter. Und beide... um und beide wären gerettet. Somit wäre dieser verfluchte Raum 7, den ich nie wieder machen werde, geschafft. Oh, verdammt, war das krank. Oh, Gottes Willen. Okay, Bronzestern ist mir sowas von egal. Fünfter Stock, Raum 8. Okay, wir haben, wow, 4 Mini... Was? 5 Mini-Marios? Ach, du Heilige.
und 3 Donkey Kong Spielzeuge. Dort ist der Buchstabe, da ist das Ziel. So komme ich nicht an den Buchstaben heran. Ich bin... Achso, ich kann ihn ja durch... Ah, okay, ich habe schon verstanden. Dies müssen wir kurz flüchten lassen. Hilfe, denn die Donkey Kong Statue rennt uns hinterher. So. Hier runter. Oh Gott, hier hinsetzen. Schnell rüber wieder. Nein, 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 nein. Da es keine Feuerblume gibt, darf ich gleich wieder neu starten. Oh Gott, ist das... Okay. Okay, ganz in Ruhe nachdenken. Ganz in Ruhe nachdenken. Da ist nämlich eine Feuerblume. Aha. Ich habe eine Idee. Wir lassen den hier frei. Ich hatte nicht gesehen, dass da eine Feuerblume ist. Deshalb ist das doch in Ordnung, wenn ich das so mache. Hier, ach, tut mir leid. Komm, 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 komm. Ach, komm schon, das war nicht so gemeint. Komm zurück, liebes Spielzeug. Okay. Rüber und runter mit dir. So. Setzen hier noch den Block hin. Oder die Blöcke, besser gesagt. So, und lassen euch hier runterfallen. Okay, das ist okay. Ja, gut, jetzt braucht der wieder so eine Ewigkeit. In dem will ich noch auch noch hier runterfallen lassen. Komm. Okay, perfekt. So, jetzt haben wir euch hier unten. Dann schalte ich schon mal für später die Dings, die Feuerblume frei. So, hi. So, perfekt. Moment, den Buchstaben muss ich ja noch holen. Kommt her, Blöcke. Denn das Level ist schon so gut wie geschafft. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Mit dem müssen wir jetzt einfach nur hier rüber den Buchstaben holen. Das I, das den vorletzten Buchstaben. Oh, der vorletzte Raum dieser Welt. Endlich. Okay. Mit dem müssen wir aber außen rum, da ja keine Stacheln überleben würde, was ja eigentlich ziemlich klar ist. So, runter mit dir. Ja, perfekt. So, und das Level wäre schon so gut wie geschafft. Hoch mit dir. Warten. Du auch warten. Okay. Moment, Moment, das war falsch, das war falsch. Hoch. Und rüber und warten. Brave Minimarius. Okay, ein bisschen weiter rüber. Okay, du dummes Ding. Du sollst da hoch und warten. Das heißt, müssen wir auf den richtigen Moment abwarten. Ungefähr jetzt. Ach verdammt, warum ist er... Okay, nochmal, nochmal. Er kommt zurück. Okay. Sie wegmachen und los geht's. Hol die Feuerblume, schieß ihn ab. Nein! Moment, es ist doch nichts vorbei. Ein Mini-Mario habe ich noch. Boah, Gott sei Dank. Hoch mit dir. Die Blöcke mal hier wieder hinsetzen. Zur Sicherheit. Okay, rüber. Schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn. Ja, und alle 4 Mini-Marios sind gerettet. Alle 5, meine ich. Schnell ins Ziel hinein. Und Gott sei Dank. Geschafft. Wir haben den Buchstaben und alle 5 Mini-Marios sogar in einer Kette ins Ziel gebracht. Das hat mir 32.000 Punkte gebracht. Aber für Gold brauche ich trotzdem 43.000. Das ist Wahnsinn. Und ich habe sogar Goldstern. Wow, das hatte ich nicht erwartet. Okay, ich mache noch den 5. Stock Raum 9. Den machen wir sogar noch in diesem Part. Okay, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. 5 Mini... Man kann es ehrlich übertreiben. 5 Mini-Marios, hier ist der Buchstabe. Und gleich darüber das Ziel. Okay, hier sind diese komischen Affen-Dinger, die wir an die Krawatte ziehen können. Okay, wie mache ich das jetzt, wenn ich rechts rüber gehe die ganze Zeit? Ich müsste nur mit... Achso, der da oben. Das ist aber ein ziemlich einfaches Level, wie es mir scheint. Okay, zur Erklärung. Wir warten kurz einen Moment, bis die Plattform zurückkehrt. Ja. Okay, bring den ersten Mini-Mario da hinauf. Lassen wir hier warten und aktivieren schon mal den roten Schalter. Das ist soweit okay. So, hier hinüber, lassen dich warten. Aktivieren aber diese zwei schon mal. Alt! Ich habe gesagt, aktiviere nicht. Nichts von bewegen. Hallo, hallo, hallo. Okay. Mit diesem holen wir kurz noch den Buchstaben. Sag doch, das Level ist einfach. Einfach hier. Den Buchstaben geholt. Lassen ihn wieder zurück. Auf die Plattform. Hier hinauf. So. Holen den dritten Mini-Mario ab. Komm schon, Plattform. Beweg dein Hintern. Okay, rüber mit dir. Alles okay bis jetzt. So. Lassen den hier noch auf die Plattform. Perfekt. Und lassen jetzt einen nach dem anderen alle brav
ins Ziel laufen. So, eine Zweierkette hätten wir. So, danach dürften wir keine Kette mehr schaffen, leider. Aber was soll's. Hauptsache, wir haben ganz in Ruhe das Level ganz einfach abgeschlossen. So, der dritte wäre gerettet. Fehlen noch zwei. Komm schon. Ach ja, das ist ein wenig, ich weiß, lahm, öde. Aber was soll's. Gut, noch die letzte Plattform. Quatsch, ich meine den letzten Mini-Mario. Hoch mit dir. Und durchs Ziel. Und wir hätten alle Mini-Marios gerettet und alle Buchstaben in dieser Welt gesammelt. Wuhu, Gott sei Dank. Wir sind hier, Mini-Mario, Mini-Mario. Yes, we can. Okay, Bronze stellen, aber das ist mir sowas von egal. Soll ich denn... Wir haben 5 und 3... Moment mal. Das werden immer mehr. Nein, wird. Nein, es waren bis jetzt... Hier, man sieht's, im ersten Stock waren sogar 25 nur. Dann wurde es zu 30 für ungefähr 3 Welten. Und jetzt sind wir schon bei 35 Mini-Marios. Also man kriegt tatsächlich immer mehr. Das war kurz das Mini-Level, das Minispiel. Weil wir das in jeder Welt einfach tun. Deshalb mache ich das jetzt auch. Okay, 3, 2, 1, los. Das Ziel ist mal wieder 25 Shy Guys. Hat sich bis jetzt noch nie verändert. Okay, außer dass sich das Level verändert. Oh, das wird ein wenig verwirrend mittlerweile. So, 10 hatten wir schon mal. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und so geht's weiter. Ey, ich habe hier... Okay, schnell, schnell, schnell. Langsam wird's knapp. Hoffentlich schaffe ich das noch. 24, 5... Ja, das Ziel ist erreicht. Oh, sogar noch 26 Grad noch. Ziel erreicht. Wuhu! Minispiel geschafft. Okay. Dafür bekomme ich den Spezialbaukasten 2, der mich eigentlich so wenig interessiert. Ich mache das einfach nur, weil ich es kann. Und wir gehen zu DK. Mal schauen, wie wir was diesmal anders ist. Und ab geht die Post. Okay. Ich verstehe, ich muss in diese... Oh Gott. Totschilder runterschießen auf das... Ja, genau, so ungefähr. Ein Treffer, hält er noch 5 aus und er schießt so kleine Morgensterne. Und die Plattform bewegt sich sogar diesmal, seine Plattform. Oh Gott. Oh Gott. Voll in die Morgensterne zerschossen. Voll unter die Plattform geschossen. Und jetzt aber... verdammt, das war... Okay, das, der dreht ja vollkommen durch, so früh. Okay, dieser Boss wird ein wenig... Ja, aber zweiter Treffer. Dieser Boss wird ein wenig herausfordernder, wollte ich sagen. Okay, so, gut ausgewichen. Hoch, und das hat mir gar nichts gebracht. Nochmal da hoch. Okay, ich habe ihn anscheinend mit dem Totschild, mit dem Mini-Mario getroffen. So, hier ist auch... Oh, die Morgensterne machen gerade eine Kettenreaktion an Tode an mir. Bei mir. Okay, langsam. Hier hoch. Und... warum schaukelst du so bescheiden langsam? Okay, schnell, schnell aufpassen. Och, komm schon, ich möchte nicht die ganze Zeit nur ausweichen. So, aber das war zu blöd. Das war viel zu weit zur Seite geschossen. Hier hoch und... Treffer versenkt. Donkey Kong hält nur noch 2 Treffer aus. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Was geht denn mit dem ab? Habt ihr die Geräusche gehört? Der benimmt sich immer mehr wie ein hirnloser Apfel. Okay, ist er ja eigentlich auch, aber naja. Okay, hier... hoch, wollte ich sagen. Okay. Alter, beruhig dich mal wieder. Da hat er... Alter, willst du mich verarschen? Hast du das genau ausgerechnet? Du besiegst immer mehr Mini-Marios von mir. Einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch. Oh, nur noch ein Treffer hält er aus. Gott sei Dank, er hat mir nämlich schon 13 Mini-Marios zerstört mit diesen verfluchten Morgenstern und anderem. Okay, ich habe noch 20 Mini-Marios, aber schießen hier hoch und treffe ihn natürlich nicht. Ist das nicht wunderbar, Leute? Ich habe ihn... Aber so habe ich ihn getroffen. Und du hast DK besiegt. Diesen verfluchten. Aber den war nicht sogar 65 Sekunden Zeit. Nicht auf letzte Sekunde. Dafür hat er mir viele Mini-Marios weggenommen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Oh yeah. Okay. Ja, Punkte, 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 Punkte. Der Pilzpalast-Baukasten kann nun in der Levelbaustelle verwendet werden. Juhu! Okay, hallo? Geht es auch wieder weiter? Okay. 6. Stock, Spukdachboden. Das wird ein Buhu-Level. Doch das seht ihr dann beim nächsten Mal, Leute. Ich sage nur noch, mein Name ist GoodGo. Das war's für heute mit Let's Play Mario vs. Donkey Kong 2. Bis zum nächsten Mal und bye bye!